Hallo zusammen, am 8. Oktober um 1 Uhr morgens ist es soweit. Zwei große Dinge erwarten uns. Einmal die neue Season, die Season 6 mit allen Season 6 Inhalten für alle Spieler und dann gleichzeitig auch noch die Erweiterung Vessel of Hardred mit den ganzen Erweiterungsinhalten. Wer sich die Erweiterung gegönnt hat, hat beide Inhalte und wer auf die Erweiterung verzichtet, der hat nur den Season 6 Inhalt. Dieser gilt für alle. Was hier die Unterschiede sind und was es in den beiden Paketen sozusagen gibt, das zeige ich euch hier in diesem Video. Ein Hinweis noch, ich bin gerade aus dem Urlaub mit einer ziemlich fiesen Erkältung. Deswegen ein wenig die Stimme komisch für alle, die neu auf diesem Kanal sind. Eigentlich habe ich eine engelsgleiche Stimme, nur aktuell ein bisschen beeinträchtigt durch die Erkältung. Bevor wir loslegen, muss ich euch auf meinen neuen Partner Ineba hinweisen. Viele von euch kennen die Seite bereits. Sie ist bekannt für Guthabenkarten und Geschenkkarten, die besonders günstig sind. Hier mal ein Beispiel: die 100 € PlayStation Store Karte im Wert von 100 € gibt es hier für 85,41 €. Ebenso diese IKEA Geschenkgutscheinkarte im Wert von 100 €, die man auch selbst nutzen kann, wenn man hier runterscrollt, gibt es für 95,83 €. iTunes-Karte im Wert von 100 €. Auch hier einfach ein bisschen runterscrollen, sich nicht von dem Vorgeschlagenen hier täuschen lassen, gibt es hier für knapp 85 €. Wer selbst ein bisschen stöbern möchte, ich lasse euch den Link unten in den Videobeschreibungen. Und wer hier selber sucht, immer auf diese Kategorien gehen. Dann kann man hier auf zum Beispiel Gaming-Gutscheine und Konsolengutscheine, wenn man hier auf PSN-Guthaben zum Beispiel klickt, dann heißt es erstmal, wir konnten nichts finden. Wenn ihr hier aber runterscrollt, müsst ihr einfach mal auf Deutschland hier einhaken und dann findet ihr die ganzen Angebote auf Deutsch. Ebenso interessant für uns, Diablo-Spieler, gibt es hier auch eine Kategorie Diablo-Spiele und hier gibt es dann auch die Erweiterungseditionen für Diablo. Wer also möchte, mal gerne vorbeischauen und auch hier den einen oder anderen Euro sparen. Mit der neuen Season 6 gibt es dann auch ein Update für das Basisspiel. Das bedeutet, dieses Update und diese Änderungen haben alle Spieler, egal ob sie die Erweiterung gekauft haben oder nicht. Und folgende Änderungen wird es geben. Ihr seht sich hier einmal gelistet. Einmal gibt es die neue Max-Level-Stufe und das ist Level 60. Also man levelt in Zukunft nicht mehr bis Level 100, sondern bis maximal Level 60. In der neuen Season 6 sind auch die Weltstufen 1 bis 4 Geschichte. Es gibt nun ein neues Schwierigkeitsstufensystem und im Endeffekt gibt es 8 Schwierigkeitsstufen. Die ersten 4, das ist einmal normal, schwer, Experte und reumütig. Die sind dafür da, um den Charakter auf Level 60 zu leveln. Das ist ja das neue Maximallevel. Und wenn man das getan hat, danach kann man auf die Stufen Tournament 1 bis 4 oder auf Deutsch Qual 1 bis 4. Und wie kommt man dahin? Dazu muss man einmal bestimmte Grubenstufen absolviert haben, um überhaupt diese Qualstufen freizuschalten, um dann auch Zugang zu diesen Qualstufen zu haben. Das Gute ist an den Qualstufen oder den Vorteil, den sie bringen, sie geben mehr Loot. Den Nachteil, den sie aber mit sich bringen, ist, für jede weitere Qualstufe wird einem Rüstung und Widerstände abgezogen. Auch die Monster haben deutlich mehr Leben und machen deutlich mehr Schaden. Dadurch wird auch jede Qualstufe einfach schwieriger, aber der Loot ist halt deutlich besser. Die neuen Paragon-Stufen werden eingeführt und das alte Paragon-System wird geändert. Wenn man das Maximallevel 60 erreicht hat, levelt man eigentlich weiter. Man levelt nur nicht seinen Charakter weiter, sondern die Paragon-Stufen. Mit jedem Level Up und mit jeder Paragon-Stufe bekommt man einen Punkt und diesen Punkt kann man dann im Paragon verteilen. Das geht bis maximal 300. Die maximalen 300 zu erreichen, das wird recht schwierig sein. Und die Änderung am Paragon-System ist eigentlich, dass man nur noch 5 Boards gleichzeitig offen hat. Builds, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, mit 6, 7 oder 8 Boards, sind nicht mehr möglich. Die Items werden angepasst und zwar gibt es keine heiligen Items mehr. Die maximale Gegenstandsmacht von, ich nenne es jetzt mal gewöhnlichen Items, auch legendären Items, ist auf 750 begrenzt. Sobald man dann aber auf der Qualstufe 1 ist, kann man auch Ahnen-Items bzw. vermachte Items erhalten. Die haben dann die Gegenstandsstufe 800 und zwar haben sie immer garantiert die Gegenstandsstufe 800, also die maximale, und haben dann auch immer ein Greater Affix. Hinzu kommt noch die ganzen mythischen Uniques, also die Uber-Uniques, die werden auch immer automatisch die Gegenstandsmacht 800 haben, sind damit vermacht und werden mindestens ein Greater Affix haben. Für alle wird es 2 neue Charakterplätze geben, insgesamt dann also 12 Charaktere, die wir haben können, neue Klassenfertigkeiten, aber auch neue passive Fertigkeiten für alle Klassen und einer meiner Lieblingsfeatures, der Gruppenfinder, auch der wird für alle verfügbar sein.
Die neuen Season-Inhalte sind natürlich auch für alle Spieler verfügbar, darunter zum Beispiel der Reichenwandler. Das ist diese überdimensionale Schildkröte, die so aussieht, als hätte sie Saurons Auge hinten auf dem Rücken geschnallt. Und wenn man diese Schildkröte besiegt hat, die regelmäßig hier auftaucht in den verschiedenen Regionen auf der Map, dann erscheint ein rotes Portal. Wenn man durch dieses rote Portal geht, kommt man in einen neuen Dungeon, das Brodelnde Reich. Und in diesem neuen Dungeon ist es interessant, da gibt es als Belohnung brodelnde Opale. Diese Opale sind eigentlich nichts anderes als Tränke, die geben uns für eine gewisse Zeit, für 30 Minuten einen Buff, und mit diesem Buff können wir unseren Loot steuern. Wir können dann sagen, wir wollen für 30 Minuten mehr Gold oder mehr Equipment oder zum Beispiel mehr Materialien erhalten. Die Season-Belohnungen werden für alle verfügbar sein, dazu zählen einmal die Season-Reise, der Battle Pass natürlich, wer sich gegönnt hat, auch noch der erweiterte Battle Pass, und es wird auch wieder Ansehen zu farmen geben. Diesen Ansehen kann man dann gegen Belohnungen bei einem NPC eintauschen, und für vergesst nicht, wie auch in der vorherigen Season, wird es Funken als Belohnung geben. Natürlich einmal in der Season-Reise, beim ersten Kill von Lilith wird es einen Funken geben und beim ersten Kill eines Bossmonsters in der Qualstufe 4. Wer sich die Erweiterung Vessel of Heartbreak gegönnt hat, ihm erwarten neben den Season-Inhalten auch noch weitere Inhalte am 8. Oktober um 1 Uhr nachts. Und zwar zusätzlich dazu gibt es dann die neue Region Nahantu, dazu natürlich auch die ganzen neuen Dungeons, Stützpunkte, Nebenquests, die ganzen Legionsereignisse, aber auch neue Monster. Wer die Erweiterung hat, hat natürlich auch Zugriff auf die neue Klasse Spiritborn oder auf Deutsch Geistgeborene. Zusätzlich hat man dann auch Zugriff auf die neue Kampagne. Wer die alte Kampagne abgeschlossen hat und damit die Quest Vermächtnis der Horadrim abgeschlossen hat, kann die neue Kampagne beginnen. Die Quest heißt dann Schleichender Hass. Wer einen neuen Charakter erstellt in der Season, kann auch direkt sagen, Kampagne überspringen. Damit überspringt man die alte Kampagne und beginnt direkt mit der neuen Quest Schleichender Hass. In dem neuen Gebiet wird es auch wie in den alten Gebieten Ansehen geben und diese Regionsfortschritte, und die kann man dann auch in dem neuen Gebiet freischalten. Dann gibt es die Runenwörter, die haben wir ja schon im PTR kennengelernt. Ich habe auch ein Video dazu erstellt. Ich lasse euch mal den Link unten in der Videobeschreibung. Aber die Runenwörter, die sind ziemlich cool, aber nur verfügbar, wenn man die Erweiterung hat. Die dunkle Zitadelle ist auch ein Teil des Inhalts der Erweiterung. Sie ist eine Art Endgame-Dungeon für Spielergruppen, also man kommt nur als Gruppe hinein. Es gibt drei verschiedene Flügel, die abgearbeitet werden müssen. Herausfordernd ist, dass man da sich sehr gut koordinieren muss. Ich denke, das wird eine perfekte Übung für uns sein im Stream. Wer Lust hat, gerne mal im Stream da vorbeischauen. Da werden wir die Zitadelle bestimmt mal ins Auge fassen. Interessant bei der Zitadelle ist die Belohnungen. Es werden hauptsächlich kosmetische Belohnungen geben, die wöchentlich ändern, und so kann man sich dann verschiedene kosmetische Items als Belohnung freischalten. Mit der Erweiterung hat man dann auch Zugriff auf die Söldner. Die Söldner sind Unterstützer im Kampf. Es gibt vier verschiedene und man kann sich dann einen von diesen vier anheuern. Man kann ihn skillen und auch ausstatten. Auch der neue Dungeon, die Unterstadt von Kuras, ist ein Inhalt der Erweiterung und gilt als Endgame-Aktivität. Man spielt in der Unterstadt von Kuras gegen die Zeit. Man kann zwar die Zeit ein wenig erweitern, indem man bestimmte Monster killt, jedoch muss man in dieser zur verfügbaren Zeit so viele Monster wie es geht killen und Ereignisse spielen, um Punkte zu sammeln, und je nachdem wie gut man den Dungeon abgeschlossen hat, bekommt man dann entsprechend auch eine Belohnung am Ende. Handel mit Vessel of Heartbreak spezifischen Ressourcen, damit ist vor allem der Handel mit dem Söldner gemeint. Im Unterschlupf kann man mit dem Söldner handeln. Je höher der Rang des Söldners ist, desto größer ist auch sein Angebot. Das ist eine Übersicht der Inhalte, einmal aus der Season 6, die uns erwarten, aber auch aus der Erweiterung Vessel of Heartbreak. Und das Ganze beginnt am 8. Oktober um 1 Uhr morgens. Ich will ehrlich sein, das ist mir zu früh. Ich werde am 8. Oktober irgendwann abends beginnen zu streamen. Wer Lust hat, kann da gerne mitmachen. Link zum Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, ob ihr euch die Erweiterung gegönnt habt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!